Das ist der Thermacell, ein mobiles Mückenschutzgerät. Wer es noch nicht kennt, hier kommen die Blättchen rein, die das Wirkstoffmittel enthalten. Und hier drin ist ein kleiner Heizofen, der über Gas diese Plättchen erhitzt und dadurch strömt der Wirkstoff aus. Eine super Sache, funktioniert einwandfrei, aber leider sind die Betriebskosten von dem Gerät sehr hoch. Grund hierfür sind die Kosten für die Plättchen, das erkläre ich später, was man da machen kann, und die Kartuschen. Die Kartuschen sitzen hier hinten drin und da ist ganz normales Butangas drin. Problem ist, sie sind nicht auffüllbar. So wie die Kartusche hier ist, benutzt man sie und danach schmeißt man sie weg. Im Auffüllpack sind die sehr teuer und man braucht ungefähr alle 2 Tage eine neue Kartusche. Macht den Betrieb irgendwann wirtschaftlich ein bisschen uninteressant. Nachteil ist, normalerweise könnte man das versuchen von hier oben zu befüllen, aber Thermacell hat hier zwischendrin ein Rückschlagventil eingebaut. Das bedeutet, man kann kein Gas von oben reinfüllen. Kann man leicht ausbauen. Wichtig hierbei ist, darauf zu achten, dass dieser kleine schwarze Gummiring nicht beschädigt wird. Dieser schwarze Gummiring hier darf nicht beschädigt werden, weil der dichtet die Kartusche gegenüber dem Gerät ab. Also, wenn Sie dahinter fassen, vorsichtig dahinter fassen und ziehen. So, dieses Teil muss später wieder eingesetzt werden. Dann eine normale Schraube reindrehen. Nicht zu tief. So. Dieses kleine silberne Ding ist das Rückschlagventil, was verhindert, dass man von oben Gas einfüllen kann. Das habe ich jetzt ausgebaut. So. Im Prinzip konnte man jetzt den Thermacell mit einer normalen Gaskartusche von oben befüllen. Das ist eine unheimliche Sauerei. Man muss die Gaskartusche ein bisschen zuschneiden. Manche legen auch einen Gummiring hier drum, um das zusätzlich abzudichten. Ich finde, das ist keine wirklich gute Lösung. Ideal wäre natürlich, wenn man den Thermacell von unten ganz normal mit Feuerzeugbenzin befüllen könnte. Hier hat Thermacell aber leider kein Ventil eingebaut. Und genau darum geht es jetzt. Ich habe mehrere Feuerzeuge getestet. Und diese Runden sind für den Umbau am besten geeignet, einfach weil man das Ventil hier am einfachsten entfernen kann. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Das Gas ablassen. So, und dieses Ventil hier geht es. Das ist das Ventil, was später unten in den Thermacell eingebaut werden soll.
das ist das Feuerzeugventil, das wir jetzt hier unten einbauen möchten. Dort hinein. So, dafür bohren wir hier ein Loch rein mit einem 7,5 mm Bohrer. Und da kommt das Ventil jetzt rein. Vom Einkleben reinige ich das alles nochmal mit Alkohol. Dann wird es eingeklebt. Zuerst nur das Ventil. Ihr müsst aufpassen, dass ihr das Ventil nicht verstopft oder zuklebt. Dann funktioniert das Ganze natürlich nicht mehr. So, und jetzt 24 Stunden warten. Nachdem es nun 24 Stunden getrocknet ist, kann man es befüllen. Mit ganz normalem herkömmlichen Feuerzeuggas. Tja, so einfach ist das. Wichtigkeitstest, Wasserglas hineinstellen, wenn keine Blubber kommen, ist alles in Ordnung. So, kannst wieder reinschrauben. Zu den Plättchen. Thermazell bietet diese Nachfüllplättchen an, die werden hier hintergeschoben. Auch die sind natürlich entsprechend teuer. Im Internet kann man aber jede Menge andere Plättchen kaufen, die genauso dahinter passen. Die sind etwas kleiner hier, kosten aber einen Bruchteil von Thermazell-Plättchen. Hier zahle ich für 20 Plättchen 4,50 Euro. Bei Thermazell zahle ich für den Nachfüllpack diesen hier mit 12 Plättchen und 4 Gasflaschen fast 30 Euro. Wichtig ist, dass der Wirkstoff ähnlich ist und das ist hier gegeben. Falls euch der Umbau zu aufwendig erscheint, könnt ihr das natürlich auch fertig bei eBay direkt kaufen. In der Beschreibung unten verlinke ich euch den eBay-Shop.